Das Bordelais, im äußersten Südwesten Frankreichs gelegen, ist die Heimat der Aristokraten unter den Weinen. Und Adel verpflichtet. Hier, wo die Weingüter Château heißen, legt man Wert auf Etikette. So unterscheiden die Bordeleser Nobelwinzer, eine Besonderheit, bei ihren edlen Gewächsen zwischen Erst- und Zweitweinen. Auch auf Château Aubrion, wo ein Prinz, Spross der alten amerikanischen Eignerfamilie, die Geschäfte führt. Wir wissen heute, dass wir größte Sorgfalt auf die Qualität unseres Zweitweins legen müssen, weil er eben auch ein Aubrion ist und weil er als Botschafter unseres großen Weines fungieren soll. Wir sehen ihn als einen Wein, der die Charakteristik des Erstweins trägt, aber früher und einfacher zugänglich ist. Christina Fischer, Sommeliere aus Köln, erkundet vor Ort, worauf die Unterscheidung in Erst- und Zweitwein beruht. Ist es allein der Preis? Ein großer Name garantiert noch kein großes Weinerlebnis. Das entscheidet erst der Genuss. Der Augenblick der Wahrheit. Auf Aubrion folgt man mit der Produktion von Zweitwein keinem aktuellen Trend. Die älteste Flasche datiert von 1907. In Geschäftsbüchern reichen Hinweise noch weiter zurück. Heute vermarktet das Château seinen Zweitwein Le Baron du Château Aubrion offensiv als Juniormodell des Hauses. Bei der Weinbereitung werden Erst- und Zweitweine lange gleich behandelt. Erst beim Fassausbau setzt man unterschiedliche Akzente. Der größte Teil dieser Fässer wurde hier auf dem Gut von unserer eigenen Küfferei gefertigt. Erst kurz bevor die Weine hier ihren Ausbau erfahren, sind sie verkostet und separiert worden. Der Erstwein wird zu 100% in neuem Holz ausgebaut, der Zweitwein zu einem sehr viel geringeren Teil. Und hier folgt die Probe aufs Exempel. Christina Fischer über den Zweitwein des Hauses Aubrion, Jahrgang 95. Ein feiner, ganz klassischer Bordeaux, der ein bisschen nach Ledern und Zedern duftet, aber auch schwarze Johannisbeeren aufweist und eine ganz feine, samtige Stilistik besitzt. Und wenn man ihn probiert, hat man die Frucht auf der Zunge, man hat eine herrliche Säurestruktur und eine ganz samtige Art und Weise. Auf jeden Fall ein Wein, der zum Einstieg für Château Aubrion sorgt und der genussvoll getrunken werden kann. Ortswechsel nach Saint-Estèphe im Médoc. Das von Thierry Gardinier seit 1987 geführte Château Félan-Ségur zählt zu den besten dieser Region. Mit Liebe zum Detail und modernster Technik widmet er sich jeder Etappe der Weinbereitung. Lohn der Mühe sind regelmäßige Spitzennoten für Château Félan-Ségur, Gardiniers Erstwein. Auch der Zweitwein weckt den Ehrgeiz des Winzers. Was ist unser Anliegen beim Zweitwein? Es soll kein Wein sein, mit dem man 20 Jahre Geduld haben muss, bis er wirklich reif ist und seine ganze Komplexität offenbart. Er soll sich einfach schneller öffnen, womit ich mit schnell einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren nach dem Erntejahrgang meine. Auf Félan-Ségur steht von vornherein fest, aus welchem Teil der Lese Erst- und aus welchem Zweitwein wird. Ici, vous voyez, vous avez
Hier haben wir also eine Cabernet Sauvignon-Rebe. Sie ist etwa 40 Jahre alt und produziert Trauben mit kräftigen Gerbstoffen und satter Farbe. Es ist wirklich eine gute Pflanze. Aber sehen Sie sich diese Auflage an. Sand mit ein paar Kieseln. Und sobald man in die Tiefe geht, stößt man auf Lehm mit ein wenig Kies. Die Rebe liefert uns also Trauben, die zwar eine bestimmte Mächtigkeit aufweisen, aber auch Mangel an Eleganz und Finesse. Das heißt, Trauben, die meinen Ansprüchen für den großen Félan Ségur einfach nicht genügen. Hier entscheidet in erster Linie das Terroir über die Frage, ob Erst- oder Zweitwein. Dieser Boden hier gehört zu den größten, die wir haben. Das ist wirklich ein großer Boden. Da, schauen Sie, diese Mischung aus karger Auflage, etwas sandig mit Kieseln, und drunter haben Sie puren Kiesel. Die Trauben dieser Rebfläche fließen selbstverständlich überwiegend dem Erstwein des Châteaus zu. Bodenstruktur und Witterung ändern sich im Bordelais zum Teil auf Schritt und Tritt. Das prägt auch den Charakter der Weine. Bordeaux, Hafenstadt an der Gironde und Drehscheibe des internationalen Weinhandels. In den 90er Jahren gewannen die Zweitweine immer größere Popularität. In der Vinothèque de Bordeaux, einem der schönsten Weingeschäfte im Zentrum der Stadt, lässt sich Christina Fischer beraten. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Nice to meet you. Alors, par ici. Voilà le deuxième vin de Mouton Rothschild. C'est le Petit Mouton. Hier haben Sie den Zweitwein von Mouton Rothschild, dem Petit Mouton. Eine sehr schöne Flasche. Sehr gefragt und rar. Ich habe nicht viele davon. Aus bis zu 50% einer Weinernte können Zweitweine werden. Bei Félan Ségur etwa sind es 20%. Château Félan Ségur macht einen Wein, der deutlich über seiner offiziellen Bewertung rangiert. Der Zweitwein wird mit großer Sorgfalt vertrieben. Sie bekommen ihn nur im Fachhandel. Das ist wirklich ein toller Wein. Der Reiz von Zweitweinen besteht vor allem darin, dass sie auf einen großen Namen Rabatt von bis zu 60% gewähren. Dennoch, ein Zweitwein kostet heute so viel wie vor 10 Jahren der Erstwein eines Châteaus. Und sicher ist, vom Preis lässt sich nicht unbedingt auf den Genuss schließen. Letzter Tag der Ernte auf Aubrion vor den Toren Bordeaux. Als einziges Château liegt es zwar außerhalb des exakt umrissenen Médoc, wird aber der Médoc-Klassifizierung zugerechnet, die noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt und bis heute gültig ist. Voilà, de toute la journée. Mathieu. Benjamin. Oui. Émilie. Die Bewertung des Aubrion-Weins als Premier Cru, als erstes Gewächs, weist ihn und seine Lagen als höchsten Weinadel aus. Hier werden die Trauben für Erst- und Zweitwein gelesen. Erst die spätere Verarbeitung entscheidet über das weitere Schicksal der Ernte. Château Aubrion erhebt sich auf einer geologisch einzigartigen Kiesbank. Es ist nicht nur das älteste, sondern auch das kleinste der Premier Cru im Bordelais. Die schonende Behandlung der kostbaren Trauben hat oberste Priorität. Vom Feld bis zur Weiterverarbeitung sind die Wege kurz.
Das Innenleben von Aubryon ist von Sachlichkeit und Rationalität geprägt, von Effizienz und Technik. Hier bleibt nichts dem Zufall überlassen. Alles unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle. 1960 hat Aubryon als erstes Bordelaiser Spitzenchateau Edelstahl-Gärtanks eingeführt. Seit damals ist Jean-Bernard Delmas technischer Direktor. Ende des Jahres räumt er das Feld für seinen Sohn Jean-Philippe. Eine der Legenden des Zweitweins besagt, er werde überwiegend aus jungen Reben gewonnen. Ist das so? Nicht immer. Man arbeitet mit den Elementen, die einem gegeben sind. Wenn man Geschmeidigkeit, Struktur und Gleichgewicht des großen Weins erhöhen kann, indem man den Wein junger Reben einbezieht, warum nicht? Es gibt 10-jährige Pflanzen von außergewöhnlicher Qualität. Diese Philosophie, die besagt, aus den Trauben alter Reben macht man großen Wein, die Jungen kommen in den Zweitwein, die ist zu einfach. Eine einheitliche Philosophie des Zweitweins ist bei den Produzenten also nicht auszumachen. Gewiss ist, auch der Zweitwein steht im Bordelais inzwischen für den Ruf eines Chateaus ein. Das Château Sissac der Familie Vialard im nördlichen Haut-Médoc. Marie begleitet ihren Großvater Louis Vialard auf einen Spaziergang. You see, when the marron, you know how the word in English, it is when the marron comes from this particular tree, it is ready to do the vendange. Ah, oui. Über 300 Jahre sind die Vialards dem Bordelaiser Weinbau verbunden. Seit kurzem ist Marie Vialard Chefin der angesehenen Domaine. Sissac hat die Anbaufläche in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt, den Ertrag jedoch halbiert. Ausdruck eines rigorosen Qualitätsstrebens. Wonderful. It is the best grapes I have produced in all my life. C'est fantastique. Regarde ça. C'est des cabernets tout ça. C'est superbe. It is 90 hectares, like that. Félicitations. Ah, c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est Dieu et le maître de chez. Okay. Der Weinmacher von Château Sissac, Laurent Pasteur, erläutert Christina Fischer, was Zustand und Geschmack einzelner Beeren ihm erzählen. Wenn die Lese in 2 Tagen beginnt, soll für den Rebbestand von Sissac jedenfalls absolute Chancengleichheit gelten. Es ist zu früh, als dass man sagen könnte, hieraus machen wir unseren großen Wein und von da kommt der Zweitwein. Bis zum Moment der Verkostung hat wirklich jede einzelne Parzelle die Chance, Erstwein oder Zweitwein zu werden. Die unvoreingenommene Prüfung findet im Labor des Chateaus statt. Proben aus sämtlichen Tanks sollen verkostet werden. Christina Fischer ist eingeladen, daran teilzunehmen. Die Proben werden nach optischen, geruchlichen und geschmacklichen Kriterien bewertet. Die 3 Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot und Petit Verdot sind noch getrennt. Nur der Weinmacher Laurent Pasteur weiß, welche Flasche welchen Tank mit welcher Rebsorte von welcher Parzelle repräsentiert. Höhepunkt dieser Verkostungen: Zur Probe werden die Weine aus den verschiedenen Tanks miteinander vermählt. Dieses Assemblage genannte Verfahren macht einen wesentlichen Teil der Handschrift eines Chateaus aus. Merci. Merci.
Es geht um das Erspüren zweier Versionen von Chateau Sissac. Einer klassisch strengen und einer, die unkomplizierter daherkommt und für ein breiteres Publikum bestimmt ist. Dieser Zweitwein reflektiert den hohen Stil von Chateau Sissac. Er heißt daher Reflet de Sissac. Im Weinberg haben wir sämtlichen Parzellen dieselbe Sorgfalt angedeihen lassen. Erst wenn die Vinifizierung abgeschlossen ist, wird festgelegt, welcher Tank dem Erstwein zufließt und welcher dem Zweitwein. Die Idee unseres Zweitweins ist, einen Wein zu machen, den man einfacher trinken kann. Ein Wein für alle Tage, der natürlich auch preiswerter ist, aber trotzdem ein guter Haut-Médoc sein soll. Chateau Sissac, unser Erstwein, ist ja verschlossen und damit sich seine Komplexität offenbart, muss man sich gedulden. Dafür kann man ihn allerdings auch sehr viel länger aufbewahren. Voilà un petit peu l'idée de ces deux produits. Okay, also wir hatten heute die Chance, an einem tollen Beispiel die Unterschiede zwischen Erst- und Zweitweinen zu probieren. Wir durften nämlich zwei Jahrgänge von Chateau Sissac und von Reflet de Sissac, das ist der Zweitwein, probieren. Einmal 1997 und einmal 2000. Und da wird einem eigentlich ganz bewusst, was da gerade passiert. Der Zweitwein, gerade 97, ich habe ihn gerade im Glas, der hat eigentlich alles, was so ein kleiner Bordeaux haben muss. Eine unheimliche Harmonie, er hat Beerenfrüchte, er hat ein bisschen Paprika, er hat tolle Gerbstoffe und er hat eine herrliche Frucht und eine feine Säure. Das Bordelais teilt sich in die beiden Ufer der Gironde. Die Gebiete Médoc und Graf etwa auf dem linken, Saint-Emilion auf dem rechten Ufer. Saint-Emilion. Der Weinbau rund um diesen malerischen Ort steht für eine Vielfalt unterschiedlicher Weinstile auf engstem Raum. Zu den berühmtesten Weingütern findet man vom Marktplatz aus in wenigen Minuten. Zu den kleinsten Weingütern von Saint-Emilion, auf einem Kalkplateau gelegen, zählt La Mondotte. Es ist einer von fünf Betrieben, die dem Deutschen Stefan von Neipperg gehören. Sein Credo: so viel Zweitwein wie nötig, so wenig wie möglich. Also das, was jetzt hier gelesen wird, das wird alles Erstwein werden. Es würde mich extrem wundern, wenn hier von etwas in den Zweitwein käme. Für mich ist klar, Zweitwein ist immer das, was nicht in den Erstwein passt, sprich es ist nicht die gleiche Qualität. Neipperg ist ein Virtuose in der Verknüpfung von Terroir und Stil. Also uns wird ja immer vorgeworfen, wir machen hier einen Garagenwein. Das Einzige, was wirklich Garage ist, dass dieses Gebäude hier früher mal eine Garage war. Aber ansonsten ist dieses Weingut hier, ist eben nicht groß, 4,5 Hektar, aber ist begründet auf einem ganz, ganz eigenen Boden, also einem Mikroklima eigentlich. Somit kriegen wir hier eine Traube, die extrem viel Farbe hat. Das sieht man ja auch hier, das ist wirklich total schwarz. Ganz dicke Schalen, relativ hohen Alkohol. Und das heißt natürlich auch Weine, die viel Farbe haben, die viel Tiefe haben. Und natürlich, die heute auf dem Markt auch sehr gefragt werden. Aber es ist keine Spezialselektion von Neipperg, sondern es ist La Mondotte. Und das, was hier angefahren wird, kommt von La Mondotte. Stefan von Neipperg hat seinen Zweitwein Neipperg Selektion genannt. Eine Cuvée seiner drei Weingüter. Sein Herz hängt nicht daran. Ganz anders Neipergs Leidenschaft für den Untergrund seines Weinguts La Mondotte. Und jetzt gehen wir in diese Carriers, wie man die nennt. Das sind also Höhlen, Steinbrüche. Und die wurden in den Felsen ab dem 16., 17. Jahrhundert hier eingeschlagen und ausgesägt. Die Stollen haben eine Gesamtlänge von rund 250 Kilometern. Aber was hier ganz witzig ist, da sieht man die ganzen Wurzeln runterkommen. Das sieht aus wie eine Leitung, das ist eine Wurzel. Da kommt die Wurzel hier aus dem Stein raus, geht dann hier weiter, hier nach unten, geht in den Boden weg.
Das ist natürlich insofern interessant, dass die Wurzel, die in den Fels eindringt, langsam, zieht natürlich immer Feuchtigkeit und hat diese gewisse Feuchtigkeit, die sie braucht, um zum Leben, aber die nicht zu viel ist, also kein stehendes Wasser. Der kleine Weingarten La Mondotte ist vermutlich das Ideal eines jeden Bordeläser Winzers, nämlich möglichst wenig Zweitwein aussortieren zu müssen. Auf Canon La Gaffelière, Neipergs größtem Chateau, stellt sich die Frage nach Zweitwein allerdings anders. Als ich hier anfing, da sagen wir mal 84, 85, da gab es fast keinen Zweitwein. Da wurde alles in Erstwein geworfen, fertig, aus. Der Zweitwein ist für uns eigentlich eine Verkaufsmöglichkeit eines Produktes, was unter dem Erstwein liegt. Zweitweine also als Marketingstrategie, um dem Chateau einen größeren Kundenkreis zu erschließen? Viele Zweitweine sind vielleicht heute angenehmer und leichter verständlich für einen nicht so Expertenkunden wie ein Erstwein. So richten sich Zweitweine also auch an Weinliebhaber, die sich nicht gleich der Majestät eines großen Bordeaux stellen wollen, weder in geschmacklicher noch in finanzieller Hinsicht. Von Saint-Emilion in die Grave-Region im Bordelais. Als das Médoc noch Sumpfland war, wurden hier bereits Rot- und Weißweine angebaut. So seit 1770 auf der Domaine de Chevalier. Im Bordelais spielen sicherlich die Rotweine die Hauptrolle. Trotzdem sollte man die Weißweine nicht außer Acht lassen. Sauvignon Blanc und Semillon sind hier die Rebsorten. Und einer der Top-Erzeuger dieser Region ist Olivier Bernard von der Domaine de Chevalier. Seine Weißweine zählen zu den gesuchtesten der ganzen Welt. Der Einstieg in diese Liga bietet sein Zweitwein L'Esprit de Chevalier. Man findet Aromen von Apfel, ein wenig Grapefruit und gelbe Früchte. Und auch auf dem Gaumen ist er geschmeidig und hat eine gewisse Länge. Seit 1983 wird das Gut von dem energischen Olivier Bernard geführt. Eine Grundbedingung seiner Weine: Sauberkeit und Frische. Bernards Esprit de Chevalier ist ein Wein, der bereits jung getrunken werden kann, aber nicht muss. Auch bei seinen Zweitweinen, den roten wie den weißen, legt er Wert auf Reifungs- und Alterungspotenzial. In einer Verkostung verschiedener Jahrgänge wird auf der Domaine das vielfältige Aromenspiel getestet. Le 14 en bouche, je crois qu'il est meilleur qu'on est. Il est à peu près, je trouve en bouche, il est, enfin, il est sûrement très très sémillon. Il est très sémillon sûrement le 14. Les 20 arômes pour le décrire ce vin. Mais on voit que c'est vrai que le 19 maintenant là, je trouve un peu, hein, il a un petit côté, ouais, il a un petit côté qui. Ces seconds vins sont des Diese Zweitweine sind Weine von sehr großer Qualität. Sie sind allerdings sehr viel leichter zugänglich, sagen wir sympathischer. Beim Zweitwein zögert man nicht lange, eine Flasche aufzumachen. Beim großen Wein achtet man dagegen schon genau darauf, mit wem man ihn trinkt, ob das Essen passt, ob es der richtige Augenblick ist. Zweitweine sind unkomplizierte Begleiter, die man mit Freunden trinken sollte. Oder einfach beim trauten Beisammensein, wie Olivier Bernard und seine Frau am Vorabend eines großen Gartenfestes. Bon, avant cette grande fête de demain, je te propose un petit moment plus calme. Alors, entre nous, on a de l'esprit de chevalier ou du domaine de chevalier. 94, les deux. L'esprit. Allez, super. Et demain, on a? Et demain, on aura le domaine. Mais justement, pour les grandes soirées officielles, le domaine, c'est bien. Pour les petites soirées entre nous, l'esprit, ça va très bien. Il a déjà un parfum. Alors, attends, combien de personnes demain? 1000. Das Bankett, dem die Bernards hier entgegensehen,
ist die große Party, die wie jedes Jahr zu Beginn der Lese stattfindet. Schauplatz, ihr weitläufiger Garten. Unter den 1000 Gästen aus aller Welt natürlich auch Vertreter aus den anderen Regionen des Bordelais. Es gehört zu den Kuriositäten des Weinjahres 2003, dass dieses große Fest des Sehen und Gesehenwerdens zu einem Zeitpunkt begangen wird, da auf vielen Chateaus die Ernte eigentlich schon abgeschlossen ist. Exempel. Christina Fischer über den Zweitwein des Hauses Aubryon, Jahrgang 95. Ein feiner, ganz klassischer Bordeaux, der ein bisschen nach Ledern und Zedern duftet, aber auch schwarze Johannisbeeren aufweist und eine ganz feine, samtige Stilistik besitzt. Und wenn man ihn probiert, hat man die Frucht auf der Zunge, man hat eine herrliche Säurestruktur und eine ganz samtige Art und Weise. Auf jeden Fall ein Wein, der zum Einstieg für Château Aubryon sorgt und der genussvoll getrunken werden kann. Ortswechsel nach Saint-Estèphe im Médoc. Das von Thierry Gardinier seit 1987 geführte Château Félon-Ségur zählt. Das Bordelais, im äußersten Südwesten Frankreichs gelegen, ist die Heimat der Aristokraten unter den Weinen. Und Adel verpflichtet. Hier, wo die Weingüter Château heißen, legt man Wert auf Etikette. So unterscheiden die Bordeläser Nobelwinzer, eine Besonderheit, bei ihren edlen Gewächsen zwischen Erst- und Zweitweinen. Auch auf Château Aubryon, wo ein Prinz, Spross der alten amerikanischen Eigner, Christina Fischer, Sommeliere aus Köln, erkundet vor Ort, worauf die Unterscheidung in Erst- und Zweitwein beruht. Ist es allein der Preis? Ein großer Name garantiert noch kein großes Weinerlebnis. Das entscheidet erst der Genuss. Der Augenblick der Wahrheit. Auf Aubryon folgt man mit der Produktion von Zweitwein keinem aktuellen Trend. Die älteste Flasche datiert von 1907. In Geschäftsbüchern reichen Hinweise noch weiter zurück. Heute vermarktet das Château seinen Zweitwein, Le Baron's Familie, die Geschäfte führt. Wir wissen heute, dass wir größte Sorgfalt auf die Qualität unseres Zweitweins legen müssen, weil er eben auch ein Aubryon ist und weil er als Botschafter unseres großen Weines fungieren soll. Wir sehen ihn als einen Wein, der die Charakteristik des Erstweins trägt, aber früher und einfacher zugänglich ist. Du Château Aubryon, offensiv als Juniormodell des Hauses. Bei der Weinbereitung werden Erst- und Zweitweine lange gleich behandelt. Erst beim Fassausbau setzt man unterschiedliche Akzente. Der größte Teil dieser Fässer wurde hier auf dem Gut von unserer eigenen Küfferei gefertigt. Erst kurz bevor die Weine hier ihren Ausbau erfahren, sind sie verkostet und separiert worden. Der Erstwein wird zu 100% in neuem Holz ausgebaut, der Zweitwein zu einem sehr viel geringeren Teil. Und hier folgt die Probe auf.